Liebe Zuschauer, wir begrüßen Sie heute vor dem Sächsischen Landtag und direkt aus dem Plenum bringen wir Ihnen zwei Themen mit. Das eine ist die Änderung des sächsischen Abfallgesetzes, das andere der Braunkohleausstieg, der jetzt Dimensionen angenommen hat und als drittes noch ein kleines Schmankerl aus Bayern. Das sächsische Abfallgesetz muss angepasst werden an die Bundesgesetzgebung. Das ist im Grunde genommen Routine. Was wir bemängeln, ist, dass der Freistaat Sachsen wieder einmal Kosten abwälzt auf die Kommunen und Gemeinden und auf die Gebührenzahler. Es gibt zwei Bereiche, die unter anderem auch vom Sächsischen Städte- und Gemeindetag kritisiert werden. Das ist die Abwälzung von zusätzlichen Kosten, die entstehen, wenn sich Bundesgesetzgebung oder europäische Gesetzgebung zum Abfall ändern. Der Freistaat Sachsen nimmt sich dort komplett aus der Verantwortung. Wenn neue Kosten entstehen, wird das automatisch den Kreisen und Kommunen zufallen. Das haben wir kritisiert. Unsere Kommunen in Sachsen sind meist schon extrem unterfinanziert. Es wäre eigentlich angebracht, dass der Freistaat für solche neuen Kosten, die entstehen könnten, selbst einsteht. Die Kohlekommission hat sich dazu entschlossen, Deutschland bis 2038 aus der Braunkohle aussteigen zu lassen. Die Altparteien, die Kohlekommission eingesetzt haben, haben sich im Grunde dafür entschieden, dass Deutschland aus der Vernunft aussteigt. Heute scheint die Sonne, aber nicht jeden Tag Sonnenschein, nicht jeden Tag weht der Wind. Regenerative Energien sind bis heute nicht grundlastfähig. Und eine Lösung des Problems ist auch nicht in Sicht. Um es bildlich zu sagen, Sie steigen auf eine Brücke, deren Zustand Sie nicht kennen, deren Ende Sie nicht kennen, aber Sie beginnen schon mal hinter sich alles abzureißen. Die DIHK hat ausgerechnet, dass das Ganze 170 Milliarden Euro kosten soll. Diese 170 Milliarden Euro sollen natürlich nicht von den Stromkunden bezahlt werden, nein, sie sollen vom Steuerzahler bezahlt werden. Da kann ich Ihnen nur sagen, da hat der Bürger aber Glück gehabt, oder? Nein, in Wirklichkeit, Sie bezahlen diesen ideologischen Ausstieg selber. Für die Lausitz ist es trotzdem notwendig, dass wir diesen Strukturwandel hinbekommen. Irgendwann werden die Tagebaue leer sein. Wir brauchen die Infrastrukturmaßnahmen in der Lausitz. Wir müssen unsere Straßen vernünftig ausbauen. Wir brauchen eine schnelle Zuganbindung von Dresden, dann über Görlitz bis hin nach Breslau. Wir brauchen in der Lausitz eine Sonderwirtschaftszone, wo es ermöglicht wird, dass Unternehmen sich ansiedeln, dass schneller geplant wird und dass unkompliziert geplant wird. Es kann ja nicht sein, dass Infrastrukturprojekte in Deutschland 20 Jahre lang brauchen. Wenn die ehemaligen Kohleregionen eine Zukunft haben sollen, muss die heute angegangen werden. Der Kohleausstieg bedeutet, dass in Deutschland die Strompreise steigen, dass wir unseren Wirtschaftsstandort schwächen. Erneuerbare Energien sind nicht grundlastfähig. Und deswegen ist die einzige vernünftige Partei, die noch übrig geblieben ist, die AfD, weil wir uns mit aller Kraft dagegen stellen, aus der Braunkohle sorgfältig auszusteigen. Wir müssen unseren Standort erhalten und lehnen deswegen die Entscheidung der Kohlekommission und die zukünftigen Entscheidungen der Bundesregierung in dieser Sache ab. Und nun der Blick nach Bayern, das angekündigte Schmankerl. In Bayern wollen erste Grundschulen jetzt eine dritte Toilette einrichten für das sogenannte dritte Geschlecht. Das ist die Folge, wenn man Genderpolitik bis zum Exzess treibt. Natürlich gibt es kein drittes Geschlecht. Es gibt zwei natürliche Geschlechter und es gibt ein soziales Konstrukt von gut bezahlten Genderologen, die behaupten, es gäbe ein drittes, ein viertes, ein fünftes Geschlecht. Was wir brauchen in Deutschland sind saubere Schulen, saubere Toiletten, aber auf keinen Fall eine dritte Toilette in der Grundschule. Liebe Zuschauer, bis nächste Woche. Bleiben Sie uns treu. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Vergesst nicht, den Kanal zu abonnieren sowie die Benachrichtigungen zu aktivieren. So verpasst ihr kein Video mehr. Weitere Infos findet ihr in der Beschreibung und ihr könnt gern in den Kommentaren diskutieren. Tschüss, bis zur nächsten Sendung.